Kleine dreht. Guten Morgen, Hiroshima. Der erste Tag Hiroshima ist angebrochen. Erster und der letzte. Das ist der einzige Tag, wo wir in Hiroshima sind. Wir gehen jetzt ein bisschen mal frühstücken. Wir sind schon um 7 Uhr wach, beziehungsweise schon eigentlich 6:30. Der Wecker ist falsch losgegangen. Und dann gehen wir auch schon zum Friedensmuseum, wie gestern schon angekündigt. Dort gehen wir wieder rum, gucken rein, wo sich die Atombombe eingeschlagen ist, was es für Überreste gibt und so weiter. So ähnlich wie in Nagasaki, denke ich mal. Und danach geht es nach Takayama. Das ist eine Stadt. Eine Stadt, von der ich nichts weiß. Ich weiß nicht, was es dort gibt, aber da sehen wir dann, wenn wir dort sind. Und raus aus dem Museum. Das war das Friedensmuseum von Hiroshima, da wo die Atombombe eingeschlagen ist. Und auch den Überresten der Überlebenden. Also das war schon ziemlich krass, die ganzen Bilder auf den Wänden und die Figuren, die da standen mit den Hautfetzen. Schon ziemlich krass dargestellt und es ist auch ziemlich emotional, da einmal durchzugehen. Das ist eine coole Erfahrung, die man machen muss, wenn man wahrscheinlich in Hiroshima ist. Und wir suchen jetzt noch das Hypocenter, quasi die Mitte der Atombombe, wo die eingeschlagen ist. Und danach geht es auch schon nach Takayama. Die Fahrt wird wohl ein bisschen länger dauern, das heißt wieder viele Aussichten, viele Szenen von draußen, vom Zug und so weiter. Zwischenstopp in Okayama. Bevor wir nach Takayama kommen, besuchen wir diese wunderschöne Gartenanlage. Ihr habt ja schon ein paar Clips gesehen, also das ist hier richtig, richtig gut gemacht.
So richtig asiatisch, so wie man es kennt, aber riesengroß. Hier gibt es noch sehr viel zu entdecken. Wir müssen hier ein paar Stunden wahrscheinlich rumlaufen, um alles zu sehen. Wir sind in Takayama angekommen. Es ist finstere Nacht draußen geworden. Wir sind ungefähr 5 Stunden unterwegs gewesen. Ja, dunkel. Dunkel. Schöne Aussicht, schönes Hotel an sich. Zimmer ist ein bisschen klein, aber das Hotel sieht ganz nett aus. Unten die Lobby soll auch einen guten Ansehen haben, war ich aber auch noch nie drin. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen futtern und das war's mit dem Tag heute. Oh, ich glaube, das ist das modernste Bad, was wir bisher haben. Ne? Guckt euch mal das Bad an, ist hier endlich mal nicht gelb und hat einen Knopf mehr auf der Toilettenbrille und hat Seifenspender. Lebe im Luxus, lebe im Luxus. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt noch ein bisschen futtern und der Tag für heute ist gelaufen. Morgen erkunden wir dann Takayama wie gewohnt. Onsen sollen ganz gut sein in diesem Hotel. Und wieder zurück im Hotel, das war unser Essen für heute, für, wo sind wir nochmal, Takayama. Oh, was ist, steht morgen auf dem Programm, beziehungsweise hatten wir heute? Heute hatten wir das Hiroshima Museum, das war ziemlich, ziemlich cool, habe ich ja schon mittendrin gesagt. Und dann waren wir in Okayama, was auch eigentlich ziemlich geil war. Es war ein ziemlich schöner Garten, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Richtig hübsche Anlage und was war alles, was man braucht in einem asiatischen Garten. Und morgen erkunden wir Takayama. Es gibt, glaube ich, nur eine einzige Sache, die man hier sehen kann, die ich aber jetzt auch nicht weiß, was es ist. Und danach gehen wir wieder in eine sehr traditionelle Übernachtung. Quasi wie in Koya-san werden wir diesmal in einer Familie übernachten. Bei einer Familie übernachten. Das sind quasi so kleine Familienhäuser, wo 2-3 Zimmer frei sind und wo man dann halt übernachten kann. Und die kriegen halt für das Vermieten an die Gäste ein bisschen Geld. Und das wird wahrscheinlich sehr, sehr traditionell, sprich Holzhütte, Papierwände, jeder Furz kann man hören und um 4 Uhr wird man aufgeweckt und was weiß ich nicht alles. Das war's auch von meiner Seite aus. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, dann schreibt mir mal runter in die Kommentare, weil es ist schwierig in so einem Vlog alles zu beantworten, weil das Video darf auch nicht zu lang sein. Und wenn ich zu jeder Attraktion noch irgendwas erzähle, zu jedem Sightseeing-Punkt die Geschichte oder sowas, dann dauert das sehr, sehr lange. Weil es gibt auch sehr einiges dazu erzählen. Von daher, wenn ihr was wissen wollt, schreibt mal runter in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und schaltet morgen rein für den nächsten Tag vom Japan-Urlaub und gebt mir Flosse.